Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute mit einem weiteren Video von mir. Und heute geht es, wie man schon anhand der Münzen sieht, um die tschechischen Sondermünzen und Gedenkmünzen. Und da ich oft in Tschechien bin, vor allem in Prag, habe ich mir gedacht, dass ich heute mal die Zeit nutze und euch mal meine tschechischen Sondermünzen präsentiere. Denn ich habe alle tschechischen Gedenkmünzen, aber nicht alle Sondermünzen. Denn Sondermünzen habe ich nur vier. Und zwar gibt Tschechien seit 2000 Gedenkmünzen aus zu 20 und 10 Kronen. Es gibt allerdings nur eine einzige 10-Kronen-Münze in der Geschichte und insgesamt 7 20-Kronen-Münzen. Die Münzen sind alle aus Stahl und vernickelt. Und vernickelt, Messing überzogen oder mit Kupfer überzogen, wie zum Beispiel bei dem 10-Kronen-Stück. Und hier haben wir die Serie von 1900, von 2000, die Millennium-Serie, tut mir leid. Wir haben hier Teile der astronomischen Uhr vorne abgebildet, auf der Rückseite den tschechischen Löwen und die Jahreszahl 2000. Die Münzen haben eine Auflage von jeweils 10 Millionen Stück, was sehr, sehr viel ist im Vergleich zu den anderen tschechischen Münzen, die gleich noch folgen. Und ja, sie sind ganz normal im Umlauf zu finden. Ich habe meine auch aus dem Umlauf mitgebracht. Besonderheit bei dieser Münze ist, dass sie auch Blindenmarkierungen hat, beziehungsweise Blindenschrift, also die Brailleschrift. Und ja, es gibt die auch in polierter Platte mit einer Auflage von 3000. Ich persönlich hätte sie gerne in polierter Platte, leider sind sie mir nur viel zu teuer oder fast gar nicht zu finden. Ja, Rand bei der 10er ist geriffelt und bei der 20er glatt. Übrigens, wenn ihr wollt, mache ich gerne mal noch ein Video über den Münzsatz. Banknotensatz folgt. Dann gibt es 2018 ein Set und 2019 ein Set mit jeweils 3 Münzen, welche hier in so einem tollen Folder ausgegeben wurden, von der tschechischen Nationalbank, verkauft über die Česká Minikova, also den tschechischen Münzladen, den staatlichen. Wir haben dieses Set ausgegeben zu 100 Jahre der Währung, Kronen und der Nationalbank. Auf der Rückseite sind die Jahreszahlen, die verschiedenen, abgebildet. Hier einmal 2008, bei der oberen Reihe und bei der unteren 2019. Auflage hier ist jeweils 200.000 und jeweils 3.000 in polierter Platte. Auf der Rückseite haben wir die Köpfe abgebildet, unter anderem hier Tomáš Masaryk. Das ist der, den wir unter anderem auf der 5.000-Kronen-Banknote finden. Wir haben hier ganz klein das 20-Kronen-Logo jeweils abgebildet, Zeichen. Und ja, hier haben wir Stefanik abgebildet, welcher übrigens erstmalig auf einer Kursmünze zu sehen ist, die nicht aus der Tschechoslowakei stammt. Übrigens auch zu sehen auf der 5000-Kronen-Banknote der Slowakei. Ja, dann haben wir Beneš, Rašín. Rašín findet man übrigens auch auf der 100-Kronen-Banknote von 2019. Er hat im Jahr 1919 mit die Bank initiiert und war somit einer der Gründerväter. Dann haben wir hier Englis, der übrigens auch auf einer Banknote verewigt wurde, nämlich auf der 100-Kronen-Banknote von 2022. Ja, schönes Set. Hier unten haben wir übrigens die offizielle tschechische Münze, die die Münzen verkauft. Dort gibt es auch die Münzen, die jetzt folgen. Denn jetzt kommen wir zu den Sonderprägungen in Silber. Tschechien gibt nicht nur Kursmünzen aus, sondern halt auch Silbersammlermünzen zu 200 Kronen, zu 500 Kronen und zu 10.000 Kronen, ebenso auch in Gold. Die 200-Kronen-Münzen findet man einfacher als die anderen, weil die recht teuer sind. Es gibt auch welche mit Farbapplikationen, wie zum Beispiel den Albatros als 500-Kronen-Münze. Und ja, wir fangen erstmal mit der Karlsbrücke an. Von der hatte ich bereits schon mal eine
glaube, in einem Unboxing mal gezeigt. Ja, hier haben wir auf der Vorderseite die Karlsbrücke ausgegeben wurde, die Münze zum 650. Jahrestag der Grundsteinlegung. Die Münzen werden übrigens immer in diesen Etui geliefert. Bei den Goldmünzen sind die übrigens rot und mit Leder überzogen. Sieht viel edler aus. Ja. Sie verfügen auch über eine Randprägung. Die kann ich jetzt alle. Genau. Also hier steht dann quasi Česká národní banka, also Tschechische Nationalbank. Das ist jetzt ein Exemplar an polierter Platte geprägt. Auf der Rückseite nochmal mit dem Gedenktext drauf. Ja, hinzu zu diesen ganzen Münzen gibt es auch immer ein jeweiliges Zertifikat, wo die Münze nochmal aufgeprägt ist. Und zwar wie so ein 3D-Effekt, also so wie die Münze quasi drauf ist, auch in der Größe, ja, was ich sehr cool finde. Ja, hier gibt es quasi noch einiges zu dieser Münze zu erfahren. Aus welchem Material die ist. Die zum Beispiel ist aus 900er Silber mit 100 Teilen Kupfern. Hier haben wir an der Seite nochmal den Randdruck. Wir haben, was an der Rand geprägt ist, wir haben hier die Auflage. Insgesamt in unzirkulierter Erhaltung wurden 10.800 Stück geprägt. In polierter Platte 20.000. Spannend bei den tschechischen ist vor allem, dass die Auflage in polierter Platte immer höher ist als die Stempelglanzauflage. Und es sogar bei manchen Münzen sogar der Fall ist, dass die Stempelglanzstücke teurer sind als die polierte Platte-Stücke. Was ich extrem interessant finde. Ja, nun kommen wir weiter mit der ersten Münze, die ich mir in Tschechien geholt habe mit meiner Freundin. Und zwar die mit Mendel, mit den Mendelschen Regeln. Und zwar der 200. Geburtstag von Gregor Johann Mendel. Diese Münze ist übrigens in Sterling-Silber geprägt worden. Wir haben hier vorne diese Tabelle, die wir kennen, die Erbsen. Und hier die verschiedenen, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, auf jeden Fall war das die Münze, mit der ich mich eigentlich so in diese tschechischen verliebt habe, weil ich finde, dass die halt so ein sehr interessantes Design haben, so vor allem in polierter Platte halt schön anzusehen sind. Jetzt nehmen wir die hier mal raus, da haben wir hier auf der anderen Seite Johann Mendel, hier haben wir nochmal die Geburtsdaten, ein sehr schönes Stück in polierter Platte, mit dieser kleinen Spiegelfläche und ja, kann man da nicht meckern. Dann haben wir hier dazu auch nochmal das Zertifikat, diesmal in Farbe Grün. Hier haben wir den Silberanteil, die Dicke, hier haben wir die Randprägung und hier nochmal die Auflage. Bei der ist die Auflage zum Beispiel niedriger als bei der Karlsbrücke, obwohl die Karlsbrücke eine höhere Auflage hat, ist die Karlsbrücke teurer bei den Sammlern. Hier unten steht auch immer das Ausgabedatum, wann diese Münzen ausgegeben wurden. Ach ja, und auch die Münze waren in einem solchen Etui drin. Was kostet so eine Münze im Laden? Also bei der tschechischen Münze kostet eine so eine Münze in polierter Platte, also die Gregor Mendel zum Beispiel, kriege ich sie nicht auf, hat im Münzladen von der tschechischen Münze 790 Kronen gekostet, was umgerechnet ungefähr 32 Euro sind. Wenn ich diese Münze, ist mir erst später aufgefallen, allerdings in einen Münzladen gekauft habe in der Nähe der U-Bahn-Station Mustek, dann hätte ich nur 600 bezahlt. Also hätte ich ungefähr ja, 26 Euro bezahlt. Also werde ich in Zukunft meine tschechischen Kronenmünzen nur noch im Münzladen kaufen und nicht direkt bei der tschechischen Nationalbank. Ja, die nächste Münze ist meine Lieblingsmünze aus Tschechien. Und zwar zur der Hochschule der Glasmanufaktur in Zelený Brod. Und das ist, finde ich, von der Machart und von der Kunst des Prägens einfach eine mega schöne Münze. Wir haben hier da vorne dieses Glas abgebildet und hier nur eine ganz kleine Spiegelfläche. Und ich finde, das macht halt schon was her und sieht halt einfach cool aus. Weil die Münze halt sehr schlicht ist und sehr, also nicht wirklich schlicht ist, aber halt schon in einer gewissen Form wie auffällig gemacht wurde und so, wie halt ein Kunstwerk aussieht. Wir haben hier an der Seite übrigens das Zeichen der tschechischen Münze.
Und auf der Rückseite, ich habe übrigens nochmal den Randdruck. Und auf der Rückseite haben wir hier nochmal diese Daten, von wann die existiert, von 1920 bis 2000. Und Cyanic Blood. Und ja, ich finde die Münze halt einfach vom Design her, weil sie halt so anders aussieht, schon mega schön. Die hat mir insgesamt 30 Euro gekostet. Nee, nur 28 Euro gekostet. Und ist bisher meine Lieblingsmünze aus Tschechien. Dann kommen wir zu meiner letzten Silbermünze, die ich gekauft habe. Die habe ich mir im April mit April, glaube ich, mit meiner Freundin gekauft. Als ich ach ja, auch hier nochmal das Zertifikat zu der Münze. Und hier sehen wir hier die Auflage. Die gibt es also auch viel weniger in Stempelglanz als in polierter Platte. Und ist auch von den ganzen Münzen, die ich hier habe, sogar mit einer der teuersten. Ja, und dann hier die letzte Münze, bei der weiß ich nicht ganz, was man hier zelebriert. Doch, den 500. Geburtstag von Jan Bedarhoslav. Dann wir hier auf der Rückseite. Ich weiß nicht, was. Das lese ich gerade selber erstmal, was das ist. Steht nicht drauf auf dem Zertifikat. Ich vermute jetzt erstmal nichts. Auf jeden Fall fand ich diese Münze halt auch von der Machart sehr interessant, weil man hier vor allem auf diesem Buch sehr, sehr viele Details aufgeprägt hat. Ach so, falls jetzt Leute Sorgen haben, die Tapsen befinden sich nur auf der Kapsel, nicht auf der Münze. Und auch hier sehr viele Details zu sehen sind. Wir haben hier diese 200 Kronen und auf der Vorderseite haben wir das Abbildnis von Jan Blauslav. Sehr, sehr schön gemacht, auch hier mit diesen Streifen und dass das halt hier mit diesem Buch halt auch auf der Vorderseite mitführt. Also, und da finde ich das halt einfach cool gemacht. Und hier haben wir dann dazu nochmal das Zertifikat. Übrigens, auch hier ist die Auflage dann, oh, verpixelt. Auch hier ist die Auflage etwas höher. Bei der gibt es allerdings noch keinen wirklichen hohen Sammlerwert. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video über die tschechischen Münzen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Tschüss!